Mit den Vorschlägen des Ministers geht er weit über das hinaus, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Und das Problem ist, dass er damit die falschen Anreize setzt. Was wir aktuell brauchen auf dem Wohnungsmarkt, das ist bezahlbarer, neuer, zusätzlicher Wohnraum. Es ist die Sanierung von Wohnraum, die wir brauchen, auch unter energetischen Gesichtspunkten. Und da setzt dieses Papier eben genau die falschen Anreize. Wir müssen die Vermieter ermutigen, in Wohnraum zu investieren, damit das Angebot besser wird. Davon haben auch die Mieter am meisten. Und wir müssen vor allem bei den Sanierungen darauf achten, dass beide Seiten etwas davon haben. Dass der Vermieter erkennt, ob sich das rechnet. Dass aber auch der Mieter eine echte Steigerung der Wohnqualität hat und am Ende auch weniger Nebenkosten. Den Mietspiegel müssen wir uns noch einmal genauer anschauen. Das haben wir schon im Zusammenhang mit der Mietpreisbremse immer wieder gefordert. Hier müssen wir die Mietspiegel auf eine realitätsnähere Grundlage stellen, ganz klar. Was damit aber nicht vereinbar ist, ist, dass wir plötzlich 10 Jahre alte Mietverträge in die Mietspiegel mit einbeziehen. Da schießt der Minister weit übers Ziel hinaus und das ist mit uns nicht zu machen.